Wenn Sie jetzt einsteigen würden, würden Sie 445% Gewinne im schlechtesten Fall mitnehmen und im besten Fall sogar bis hin zu den 626% Gewinnen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Bullish Impulse. Heute reden wir zum ersten Mal über Binance Coin und die Frage, wie es dort weitergeht und ob wir bald neue All-Time Highs sehen werden. Los geht's! Bevor das Video so richtig beginnen kann, würde ich Sie einmal darum bitten, einen Daumen nach oben dazulassen, wenn Ihnen das Video gefällt und selbstverständlich den Kanal zu abonnieren, das ist selbstverständlich auch gratis, damit Sie keine weiteren Inhalte verpassen. Zudem wüssten wir gerne Ihre Meinung zu Binance Coin in den Kommentaren. Wir starten hier direkt rein in den Ein-Wochen-Chart. Sie sehen ja hier, wir hatten eine Welle 1, danach folgte eine ganz normale Welle 2 Korrektur und danach sehen Sie ja hier, wir haben jetzt hier eine Zielzone der Welle 3 etabliert, die sogar das Allzeithoch brechen würde. Diese Zielzone liegt zwischen dem 161,8%igen und dem 223,6%igen Fibonacci-Expansions Niveau zwischen 1309 und 1738 US-Dollar. Danach würde der Preis wieder abverkaufen, hier in diese Zielzone der Welle 4, zwischen dem 23,6er und dem 50er Fibonacci Retracement Level zwischen 1049 und 748 US-Dollar. Wir würden danach logischerweise wieder Anstiege sehen in Richtung der Welle 5. Aber zudem muss man erstmal verstehen, warum die Welle 3 hier so stark ansteigen würde. Das ist ganz einfach, denn die 3 ist immer die expandierendste Welle, beziehungsweise die explosivste Welle und würde damit diesen Impuls hier vorantreiben. Wir sehen ja hier, wir sind schon in der Welle 3 angekommen. Das Tief der Welle 2 wurde bereits hinterlegt und deshalb kann man davon ausgehen, dass der Preis jetzt bald hier, wenn wir in eine Altcoin-Season kommen sollten, stark ansteigen kann. Fahren wir hier direkt mal fort mit dem Ein-Tages-Chart. Sie sehen ja hier, wir hatten diese Welle 1 und die ist untergeteilt in die Welle 1, 2, 3, 4 und 5. Das ist die klassische Impulswelleneinteilung bei jeder Welle 1. Und danach kam ja die Korrektur der Welle A, B, C, von der wir gerade geredet hatten. Und danach folgte logischerweise dieses Bottom der C. Und nachdem das Bottom der C ausgebildet wurde, folgte hier eine untergeordnete Welle 1. Danach kommt wieder eine Korrekturwelle, logischerweise die Welle 2, auch untergeteilt in diese drei Unterwellen. Und wenn man sich das Ganze hier anschaut, hatten wir hier eine Zielzone zwischen dem 61,8er und dem 1er Fibonacci Retracement Level. Und wir gehen davon aus, dass der Preis möglicherweise hier noch neue Tiefs sehen wird. Das werden wir uns aber selbstverständlich gleich anschauen in den tieferen Charts. Und deshalb sollten Sie auf jeden Fall dranbleiben. Aber wenn wir jetzt hier weiterreden, entweder können wir davon ausgehen, dass hier das Bottom schon getroffen wurde und der Preis jetzt hier hochläuft, oder wir können davon ausgehen, dass der Preis hier reinfällt in diese Zielzone der Welle C, möglicherweise zwischen diesen 193 und 179 US-Dollar. Das wäre zwar sehr tief, aber der Preis kann bei jeder Kryptowährung und bei jedem Wert generell in einer Welle 2 bis hin zum 1er-Level retracen. Solange er nicht darunter geht, ist es immer noch eine valide Annahme. Deshalb haben wir hier diese spezifische Zielzone der Welle C auch eingezeichnet. Bevor wir jetzt hier reinspringen können in den nächsten Chart, müssen wir erstmal sehen, dass wir hier eben dann, wenn diese Welle 2 schon beendet wäre, hier in eine Welle 3 kommen würden mit der Zielzone zwischen dem 161,8er und dem 223,6er Fibonacci Expansionsniveau zwischen 567 und 699 US-Dollar. Und diese würde möglicherweise Richtung des Allzeithochs gehen und möglicherweise da sogar schon antreffen und da halt dann auch auf einen Widerstand treffen. Da muss man halt schauen, wie stark der Kurs expandiert. Aber reden wir gar nicht so lange um den heißen Brei rum und starten direkt in den nächsten Chart rein. Hier sehen Sie jetzt eben den nächsten Chart und wir haben ja hier die folgenden Wellenstruktur. Und zwar einmal nach diesem Bottom kam eine Welle 1 und danach folgte eine WXYXZ-Korrektur. Das ist eine sehr seltene Korrektur, aber diese Korrektur schloss dennoch hier diese Welle 2 ab. Diese Korrektur passiert normalerweise nicht so. Das ist, wie gesagt, eine relativ seltene Korrektur, vor allen Dingen, weil wir hier eben diese Leading Diagonal haben und jetzt hier in eine kontrahierende Diagonale reinfallen und diese hier eben diese Unterwellen der 1 und 2 in der übergeordneten 3 schon ausgebildet haben. Und wir haben hier selbstverständlich von der Unterwelle 3 auch wieder eine Zielzone zwischen dem 161,8er und erneut dem 223,6er Fibonacci Expansionsniveau zwischen 255 und 262 US-Dollar. Dort wird der Preis sehr wahrscheinlich hinlaufen, nachdem er hier diese Zielzone der untergeordneten 2 getroffen hat und hier eben sein Tief hinterlegt hat. Und diese Zielzone wurde, wie gesagt, perfekt getroffen. Wir sehen, das 78,6er Fibonacci Retracement Level wurde perfekt getroffen. Jetzt sind wir hier angekommen im 1-Stunden-Chart. Und Sie sehen ja hier, wir hatten diese Welle 1, von der wir gerade sprachen. Danach folgte eine ABC-Korrektur. Danach kamen wir wieder rein hier in die Welle W, also die ABC schloss die Welle W ab. Danach folgte eine X-Welle, eine fünfteilige X-Welle eben hier in dieser Diagonale. Und Sie sehen ja schon, der Preis lief dann wieder runter in eine Y-Welle. Und wenn man sich das Ganze jetzt hier im erweiterten Chart noch etwas anschaut, dann sieht man, wir hatten hier eine Welle 1 und danach folgte eine Welle 2. Und diese Welle 2 hatte eine überschießende B, wie man sehen kann. Wenn man sich die interne Struktur anschauen würde, wäre es eine ABC. Und jetzt ist der Preis schon hochgelaufen, vermutlich in der untergeordneten Welle 1 hier. Und diese Zielzone hatten wir gerade gestern für Sie noch etabliert und der Preis hat sie jetzt schon getroffen. Also können wir davon ausgehen, dass die Zielzone definitiv valide ist. Wir haben ja gesagt, der Preis in einer Welle 2 Zielzone läuft immer zum goldenen Schnitt
tendiert eher hin. Und deshalb kann man hier davon ausgehen, dass dieser Preis hier schon sein Tief hinterlegte und ist eben hier reingelaufen zwischen dem 50er und dem 61,8er Fibonacci Retracement. Wenn man sich das Ganze anschaut, haben wir erneut eine Zielzone der Welle 3. Sie sehen, heute haben wir ganz viele Wellen 3 und generell in diesem Chart sind wir oft in der Welle 3 unterwegs. Und dieser hat erneut die Zielzone logischerweise zwischen dem 161,8er und dem 223,6er Fibonacci Expansionsniveau. Zwischen der 244 und der 246 US-Dollar Marke. Dort wird der Preis wahrscheinlich hinsteigen, wenn wir uns das Ganze hier anschauen. Noch könnten sie logischerweise den Einstieg machen, da muss man aber aufpassen. Wahrscheinlich wäre ein richtiger Einstiegsbereich hier in der internen 2, wenn man noch einen Chart tiefer gehen würde, wahrscheinlich dann in der internen 2 eben. Und danach kann man hier diesen Einstieg machen. Und wenn man sich dann anschaut, dann kann man dennoch noch ganz gute Gewinne mitnehmen. Es ist zwar nicht mehr so ein starker Anstieg, wie wenn man jetzt hier diese Zielzone perfekt getroffen hätte, aber man kann in der Theorie noch 1,5 bis 2,5% Gewinne mitnehmen. Aber wenn man sich das hier erweitert anschaut, würde es hier logischerweise dann weitergehen mit einer Welle 4 und 5 Struktur und danach logischerweise wieder in die übergeordnete 2 hier in der Korrekturwelle. Was ich auf jeden Fall sagen lässt, ist, dass wir hier in der übergeordneten 3 uns befinden im 1-Wochen-Chart. Und da ist es relevant, wenn Sie jetzt hier einsteigen, dann können Sie logischerweise im Bullenmarkt viel mehr Gewinne mitnehmen. Sie sehen hier, wenn Sie jetzt einsteigen würden, würden Sie 445% Gewinne im schlechtesten Fall mitnehmen und im besten Fall sogar bis hin zu den 626% Gewinn. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall in Binance Coin zu investieren, auch wenn wir jetzt hier eine Talfahrt hatten logischerweise. Aber die Anstiege dieses Jahr waren auch schon nicht ganz so schlecht. Deshalb kann man davon ausgehen, dass es bei Binance Coin auch so weitergeht. Wir werden selbstverständlich Updates hochladen zu Binance Coin, wenn wir weiteres wissen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und würde jetzt noch einmal auf unsere E-Mail-Adresse verweisen, bullishimpulsemanagement@gmail.com. Dort können Sie uns selbstverständlich sämtliche Fragen stellen, die Sie für uns haben oder die Sie generell an uns haben, aber auch Kooperationsanfragen gerne dorthin. Vielen Dank.